Hi Leute und willkommen zu Vlogmas Tag 6. Happy Nikolaus euch allen. Wir stehen gerade am Lidl, wir haben 7.07 Uhr und wir müssen noch oder wollen noch ein Nikolausgeschenk für meine Mutter holen. Das macht Tim gerade schnell. Wir haben gestern meinem Bruder noch bei Hit so einen kleinen Nikolaus geholt, so einen Smarty Nikolaus. Ja, sind wir nicht nett? Natürlich sind wir nett, wir sind sehr freundlich. Ich warte jetzt auf Tim, dass er sich mal langsam hier bewegt, aber das sieht nicht so aus, als ob er noch kommt. Er kommt. Wir sind wieder zu Hause. Tim geht's wohl irgendwie nicht so gut. Der hat Kopfschmerzen und ihm ist kalt und keine Ahnung, irgendwas. Hallo? Ja, meiner Krankheit. Ich wollte euch nur mal kurz den Tannenbaum zeigen, weil wir haben den ja gestern nicht mehr gezeigt und ich lauf gegen den Tisch. Also der ist ja jetzt um einiges größer, ne? Und wir haben da jetzt noch so Lametta reingehangen und diese schöne Kugel hier, die ist übrigens von der Nunana von vor keine Ahnung wann. Ja, da oben ist so halt die Spitze. Und wie groß ist, war der 1,80, ne? Und da unten noch so eine Decke, das muss man jetzt ja nicht beachten, ne? Unwichtig. Aber sonst so finde ich den eigentlich um einiges schöner als vorher. Und du? Du auch, ne? Mhm. Er ist am Sterben. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was wir zu Nikolaus bekommen haben. Damit jetzt wieder einige in den Kommentaren irgendwas Cooles schreiben können. Von wegen, wow, die Fette bekommt nur Süßigkeiten. Aber ja, das war's. Und zwar war das einmal da drin. Also das ist alles weiße Schokolade wegen Tim. Ja, okay. Die hier. Und Toffifee. Und eine Amelie. Hi. Hallo, mein Kehlkopf. Ein Snickers und ein Twix. Und noch ein Snickers. Und zwei KitKat-Weihnachtsmänner. Da liegt da. Hier liegt der andere. Ja. Und meiner Mutter haben wir eine Sektflasche gekauft. Ja, okay. Ja. Wow, der Winkel ist und fliegt, ne? Was ich auch überlegen bin, ist, die Küche müssten wir mal langsam fertig machen. Die muss gestrichen werden, die muss eingeräumt werden, etc. Und ich nicht weiß, wann wir das machen sollen. Weil Tim macht hier einen auf sterbenden Schwan. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt alleine alles machen soll. Bin ich wahrscheinlich morgen noch dran. Ich suche mein Oberteil. Können wir mal sagen, wo das ist? Nein, ne? Dankeschön. Kann ich mir auch nicht sagen. Am Samstag fahren wir die Kölner Kamm. Oh, hi. Wir müssen noch ein Weihnachtsgeschenk von meinem Bruder holen. Und ich hole noch eins für Tim. Für meine Mutter, das habe ich heute geholt. Und das für Tim auch. Den ersten Teil davon. Ja. Und das für meinen Bruder muss ich noch holen. Ich denke mal, dass ich das auch am Samstag holen werde. That was the update. I think I go to the kitchen. And I putzing there a little bit. But I have no Bock. But this is egal. Ja. Wir sind jetzt in der Küche. Wir haben da jetzt mal so alles unmittelbar zur Seite geräumt, damit es hier jetzt überall freiwillig ist. Und wir müssen jetzt die Farbe anrühren. Ich mache halt nur so die Ecken unten und an der Seite. Aua. Bäh? Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Ach so. Genau. Hier ist die Farbe übrigens. Das ist die gleiche Farbe wie in der Küche, wollte ich sagen. Wie im Living Room. Und ich finde, die macht sich für die Küche ganz gut. Ne, Vertrag. Ja, ich finde, die ist... Man rührt übrigens einen Wuschel um. Das ist Wuschel. Müssen wir noch zwei Augen aufkleben. Und ich denke mal, dass das voll die gute Farbe für eine Küche ist, weil das sieht halt aus wie Kaffee. Hallo Titi. Hallo. 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 Hey. Hallo. Hallo. Also, wir haben bis jetzt hier eigentlich alles gestrichen. Wir sind noch gar nicht so lange dran, ne? Eine gute Stunde, wenn überhaupt. Warum schmeißt du den Pinsel weg? Ich hatte keinen Bock mehr. Ach so, ja, du oder der Pinsel? Ich
Ach so. Also die Wand ist eigentlich soweit komplett fertig. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber gehen morgen, weil... Hallo, Flecken? Da oben muss halt noch... Die Wand ist komplett fertig soweit. Nur halt da noch. Aber sonst machen wir das sehr gut, ne? Finde ich allerdings auch. Der Flur sieht wieder aus wie Sau. Die Wäsche. Dann hier quasi immer noch unsere Tischplatte. Hier, ja. Little bit of a mess hier, ne, so. Dafür sieht die Küche genauso aus. Ja, okay. Wir gucken, Mr. Bean. Ja, bei dir läuft richtig. Ja, auf jeden Fall gucken wir Mr. Bean. Ich finde, der Film ist ja, also die Folge ist voll geil, so die Weihnachtsfolge, ne? Mhm. Ohne Spaß. Was ich auch voll gerne gucke, ist Kevin allein zu Hause und Kevin in New York. Allein in New York, so. Ich fand das halt cool. Wir haben jetzt 20 vor 11. Ui. Oh mein Gott, wie sehe ich bitte auf? Endet schlafen. Wir sind gerade schon auf dem Sofa eingepennt. Und Tim läuft alles im Flur um. Mach so gut. Wir wollten nur gute Nacht sagen. Ich denke mal, morgen wird es wieder länger werden. So eine Hand, ey, ohne Witz. Warum machst du das aus? Willst du Nacht sagen? Nacht. See you later. Nacht.